Ich gehe zu Elektro vom Stein, weil ich hier einen besonders guten Service erfahre. Wir sind ein 5-Personen-Haushalt, haben 3 Kinder und da läuft natürlich jeden Tag die Waschmaschine, der Trockner, die Spülmaschine. Und wenn da mal ein Gerät ausfällt, dann brauche ich schnelle Hilfe und die ist mir hier sicher. Hallo und willkommen zur 8. Ausgabe von Wermelskirchen TV Magazin. Unser Team steht noch ganz unter dem Eindruck des Wochenendes und zwar da gab es eine Musiknacht im Bürgerzentrum in Wermelskirchen und da stimmte einfach alles. Die Stimmung war top, es waren super viele Leute da und auch die Qualität der Veranstaltung war, glaube ich, on top. 3 Acts wurden an diesem Abend aufgeboten und zwar war das die Open Blues Band, Wo ist Bele und die Queen Cover Band May Queen. Ganz hervorragend bei dem Konzept war nicht nur das Werbekonzept, was also gefruchtet hat und sehr, sehr viele Besucher auch aus den Nachbarstädten nach Wermelskirchen gelockt hat, sondern auch die Aussage dieser Besucher, die zum Beispiel über Remscheid sagten, da ist nicht mehr viel los. Also ein Top-Erfolg und wir zeigen euch ein paar Eindrücke von einem wunderbaren Abend. Fällt super hier und ich finde das gut, dass wir in Wermelskirchen so eine Veranstaltung haben. Auch wo vor allen Dingen, wo so viele Leute hinkommen. Fachkundiges Publikum. Also wäre die Idee, das normal zu machen? Ja, definitiv. 2-mal, 3-mal im Jahr. Wenn die Bands in Ordnung sind, die Leute sind gut drauf, Veranstalter macht alles richtig. Also wir sind super zufrieden. Ja, wer regelmäßig Wermelskirchen TV Magazin sieht, der weiß, dass wir jetzt ein Dauerbrenner-Thema haben und zwar den Loschplatz bzw. seine Gestaltung, Bebauung und so weiter und so weiter. Heute wollen wir uns mal dem Thema Kirmes dazu annehmen, denn als nun die Planungen etwas konkreter wurden zum Loschplatz, gab es natürlich auch von Ratsseite die Aussage, wir müssen die Kirmes am Platz, nämlich am Loschplatz, halten. Das Problem dabei ist natürlich, wenn ich den Platz bebaue, wird es zwangsläufig weniger Kirmes geben. Und so wird sich auch der geneigte Wermelskirchener damit abfinden müssen, dass, wenn denn die Bebauung des Loschplatzes abgeschlossen ist, unter Umständen Teile der Kirmes weichen müssen und die Kirmes in der Form, wie sie bisher auf dem Loschplatz stattgefunden hat, nicht mehr sein wird. Es sind natürlich Alternativen im Gespräch und zwar wäre es natürlich auch mal ganz interessant,
die Kölner Straße und die Telegrafenstraße in das Konzept mit einzubinden. Und last but not least kommt, wie in früheren Zeiten auch so gewesen, der Heinrich-Heine-Platz plötzlich wieder ins Gespräch. Dazu haben wir auch nochmal ein WIW-Mitglied befragt, und zwar den Vorsitzenden Dankmar Stolz. Der sagt uns ein paar Takte zum Thema Kirmes. Da sind wir nicht im Thema, um sagen zu können, wie sieht das aus, wie weit ist die Kirmes berücksichtigt worden. Sicherlich gibt es Möglichkeiten, auch die Kirmes in Teilen zu verschieben, zu verändern. Die hat sich in den Jahrzehnten immer verändert. Da sehe ich kein Problem. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt der Loschplatz derart zugebaut wird, dass die Kirmes nicht mehr möglich ist. Also ich gehe mal nicht davon aus. Ja, Dankmar Stolz und seine Meinung zum Loschplatz, also die WEW-Meinung, könnt ihr in einem ausführlichen Talk am Freitag sehen. Beim Stichwort Loschplatz geht es natürlich um sehr, sehr viel Geld, das natürlich auch möglicherweise schon verplant und ausgegeben ist. Der Ausschuss für Sport zum Beispiel hatte vor kurzem beschlossen, gleich 2 Kunstrasenplätze in Wermelskirchen zu installieren, und zwar in Dabringhausen, Höferhof und in Wermelskirchen im Eifgen. Der Beschluss ist mehrheitlich von SPD und CDU erfolgt. Wir wollten natürlich gerne mal wissen, wo kommt denn das ganze Geld her? Und wir haben also dazu eine Presseanfrage bei der Verwaltung gestartet. Und dort war man nicht so ganz davon überzeugt, dass es auf jeden Fall klappt, denn die Finanzierung von insgesamt 2 Kunstrasenplätzen gemäß Beschluss des Ausschusses für Sport, Freizeit und Tourismus ist in der beschlossenen zeitlichen Reihenfolge aus Sicht der Verwaltung derzeit nicht möglich. Dieses wurde von Herrn Bürgermeister Rainer Bleek auch so ausdrücklich im Ausschuss dargelegt. Ein Grund für diese Beurteilung sind die engen Rahmenbedingungen, die sich aus den Vorgaben der Haushaltssicherung und dem bereits ausgeschöpften Kreditdeckel ergeben, unter anderem wegen zwingend notwendiger Investitionen im Bildungsbereich, PCB-Belastung von Realschule und Grundschule Ost, Neubau Waldschule und Sekundarschule Wermelskirchen. Ein Überschreiten des Kreditdeckels ist nur mit Genehmigung der Kommunalaufsicht möglich, wenn der Rat der Stadt eine Konsolidierungsmaßnahme ins Haushaltssicherungskonzept beschließt, aus dem sich die Wirtschaftlichkeit der Kreditaufnahme darstellt. Der Bau des Kunstrasenplatzes Höferhof wird nach derzeitiger Kostenschätzung ca. 680.000 Euro kosten, wozu vom DTV ein Zuschuss von 100.000 Euro erwartet wird, sowie laufende Leistungen für die Pflege des Platzes. Über einen Plan B verfügen wir zurzeit nicht. Für den aktuellen Haushaltsplan stehen lediglich Planungskosten an. Die Realisierung erfolgt erst im nächsten Jahr. Natürlich ist ein Kunstrasenplatz absolut wichtig für den Fußball, aber ob das der einzige Grund ist, warum möglicherweise der Fußball in Wermelskirchen an Attraktivität verliert, oder ob es vielleicht auch teilweise hausgemachte Probleme sind, die Frage sei an dieser Stelle erlaubt. Und ja, vielleicht können wir dazu auch nochmal ein paar Stellungnahmen einfordern. Am Ende des Tages heißt es dann für die Kunstrasenplätze, aufgeschoben ist möglicherweise nicht aufgehoben. Dann kommen wir zu den Veranstaltungen in der kommenden Woche, und da gibt es ein Highlight, und zwar am Samstag, den 27.02. Da gibt es Musik vom Feinsten, und zwar, wo könnte es anders sein, natürlich im AZJ Bahndamm. Da spielt nämlich die Band Cherokee und anschließend natürlich der absolute Top-Act Ritalin. Die Veranstaltung ist, wie wir schon hörten, lange, lange ausverkauft, und es gibt noch zahlreiche Leute, die gerne hingegangen werden. Auf jeden Fall, die da eine Karte haben, können sich glücklich schätzen. Am Tag vorher, am Freitag, gibt es dann in der Cut den Comedian Werner Brick mit dem Programm Mit Vollgas in den Burnout. Einen Tag vorher könnte man sich, wenn man strickbegeistert ist, noch in die Stadtbücherei Wermelskirchen verirren und dort mit Gleichgesinnten fleißig am Stricktreff teilnehmen. Am Sonntag, den 28.02. gibt es dann noch den Fußballrückrundenauftakt, und in der Bezirksklasse empfängt der DTV einen Gast zu Hause in Höferhof. Ja, ganz zum Schluss nochmal das Thema Flüchtlinge, und es geht vor allen Dingen darum, dass die Flüchtlinge natürlich auch hier eine Unterkunft benötigen. Idealerweise wäre es natürlich so, dass wir Wermelskirchener das schaffen, alle Flüchtlinge irgendwie privat unterzubringen, damit die Stadt also nicht in die Bredouille kommt, möglicherweise Flüchtlingsunterkünfte zu bauen oder Container aufzustellen oder ähnliches. Das wäre also ganz toll, wenn es klappt. Ja, und der eine oder andere Flüchtling, der sucht eine Unterkunft, und wir haben heute mal Ali, der sich um eine Wohnung bemüht. Da bleibt mir noch zu sagen, tschüss, euer Matthias.
Ja, hallo, ich bin Ali, ich komme aus Bangladesch und jetzt ich bleibe im Wermelskirchen und ich will eine Wohnung, aber ich suche, ich gefunden habe nicht. Wenn jeder Mensch gefunden habe eine Wohnung, bitte, bitte schicken mir Nachricht, weil ich muss eine Wohnung. Normalerweise ich bleibe im Bitburgerhof Hotel, aber ich will nicht bleiben im Bitburgerhof Hotel. Weil im Bitburgerhof Hotel habe ich eine Küche und noch nicht Balkon oder noch Küche. Aber ich will eine Wohnung, kleine oder große, das ist egal. Aber mit einem Balkon und einer Küche. Bitte, bitte helfen mich, bitte.